Willkommen zurück bei Chaos auf Deponia. Endlich krieg ich's mal in und Rufus kennt dein Ei. Ich fass es nicht. So. Jetzt haben wir diese mächtigen Worte, die Rufus für Akrogul gebraucht hat. Mal gucken, wie sie drauf reagiert. Die Spelunke. Jo. Cool. Krawallgul. Babygul haben wir ja. Was zum... Oh, ach ja. Hey, Puppe. Kommst du öfter her? Bitte was? Hey, Puppe, kommst du öfter her? Soll das lustig sein? Erst verschleppst du mich und dann kommst du mit sowas? Ist dir am Ende gar nicht aufgefallen, dass ich wirklich, wirklich wütend bin? Hey, Puppe, kommst du öfter her? Wow, keine Schlägereien in meiner Bar. Es mag ein Treffpunkt für den übelsten Abschaum sein, aber es gibt immer noch Regeln. Er hat angefangen. Ich hab nichts gemacht. Da hat er recht. Es ist kein Verbrechen, wie ein Idiot rumzulaufen. Hey. Aber sich wie ein Idiot zu verhalten vielleicht? Hey, hab ich gesagt. Das Glück, dass ich keine Frauen schlage. Kannst es ja mal versuchen. Vielleicht fange ich damit an, dir den Hintern zu versohlen. Wenn du scharf auf einen gebrochenen Kiefer bist. Wow, wow, wow. Hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt klären wir unsere Streitigkeiten auf zivilisierte Art. Es gibt nur ein Mittel, um euch Streithähne wieder auf Spur zu bringen. Schnabeltier-Bataka. It's on! Let's get ready for another violent round of Platypus Bataka! And fight! Fellow kneecap! Aua! Shatter cup! Ah, ich wüsste gar nicht, wie das geht! Das heißt noch gar nichts. Ich wollte sie ja gewinnen lassen. Aber es kann auch nicht schaden, meine berüchtigten Rufus-Reflexe zu trainieren. Oh Gott. Trainingspuppe. Was für eine hässliche Trainingspuppe. Es wird mir eine Freude sein, sie mal ordentlich aufzumischen. Nicht, dass ich das Training brauche. Na gut, einmal kann ich es ja probieren. Dem habe ich es gezeigt. Das sollte meine Reflexe jetzt aber nachhaltig verbessert haben. Ach Gott, ich kann doch sowas im Grunde gar nicht. Eigentlich bin ich ja schon perfekt im Training. Aber andererseits kann es auch nicht schaden. Ich werde ja immer besser. Immer besser. Oh Mann. Rufus, geh mal zur Seite. Oh, die
greifen, ist viel zu schnell. Ich werde ja immer besser. Immer besser. Das wird immer schwerer und schwerer, ja. Was? Das war Absicht. Ich wollte ihn auch mal gewinnen lassen. Was? Scheiße. Auch mal gewinnen lassen. Ich werde ja immer besser. Immer besser. Oh, noch einmal. Das kann ich mir doch gar nicht merken. Kann ich mir nicht merken, verdammt. Es geht zu schnell. Nee. Ich wollte ihn auch mal gewinnen lassen.
Freundin auch mal gewinnen lassen. Ich wollte ihn auch mal gewinnen lassen. Absicht. Ich wollte ihn auch mal gewinnen lassen. Die ersten drei krieg ich hin, aber... auch mal gewinnen lassen. Oh Gott. Das war Absicht. Ich wollte ihn auch mal gewinnen lassen. Das war Absicht. Ich wollte ihn auch mal gewinnen lassen. Oh Gott. Ihn auch mal gewinnen lassen. Das war Absicht. Ich wollte ihn auch mal gewinnen lassen. Das war Absicht. Ich wollte ihn auch mal gewinnen lassen. Mann! Ich kann das nicht. Das war Absicht. Ich wollte ihn auch mal gewinnen lassen. Ach nö, leck mich. So, ich muss jetzt aber wirklich reichen. Ich bin jetzt perfekt in Form. Entschuldigung, aber, oh Gott, mir tut schon der Kopf weh. Kann das nie überspringen, ja. It's on! Let's get ready for another violent round of Platipo Spartaka! And fight!
vor. Mann, ich krieg das noch hin. It's on. Let's get ready for another violent round. Oh, Latifah. Er muss. Fight. Too bad. Looking silly, bonus. Feather kneecap. Cervical vertebra breach. The war song. Pixie dog blow. Don't shield your balls. Booby prime. Voila. Embarrassing. Aqua. Give up already. Das war ein spannender Kampf. Calculation point. Dense defense. Looking silly bonus. Rage mode. What? Finish him. Make him bleed. What a shot! Mash his face! Mash his face! Oh man, fast! Range Mode, was ist denn das? Das heißt noch gar nicht. Jetzt begreife ich's aber langsam. Auf den Kopf, Mädel. Hat Spaß gemacht. Am Ende bist du doch nicht der kleine Idiot, für den ich dich gehalten habe. Tja, meine wahre Größe bleibt den meisten verborgen. Jetzt muss ich nur noch dein letztes alter Ego überzeugen. Um ehrlich zu sein, fand ich dich von Anfang an sympathisch. Du bist wie Cletus, nur ohne diese ganzen Allüren und dieses fehlgeleitete Überlegenheitsgefühl. Stimmt.
Ich bin super lässig. Und du hast so eine gewisse Verkommenheit, die auf Frauen sehr anziehend wirkt. Ja, danke. Ich bleibe am besten hier, bis du die anderen beiden überzeugt hast. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen eifersüchtig bin. Ganz schön schräg, irgendwie. So. Krawallgold ist auch auf unserer Seite. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.